Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Und wir sind aber immer noch hier an der Mine, an der Zeche. Ja, ich habe mich ziemlich gewundert, dass ihr alle, oder ziemlich viele von ihr euch, von ihr, ziemlich viele von ihr, habt geschrieben, bau doch das Zechengebäude weiter oder bau das Zechengebäude und nicht an der Kathedrale weiter. Das hat mich eigentlich echt erstaunt, weil ich dachte, dass alle sagen, ah nee, geh mal zurück nach Hundsgrab, Zeche und so, weiß ich nicht. Ja, mache ich natürlich gerne, Freunde, mache ich natürlich gerne. Trotzdem müssen wir ganz kurz noch, trotzdem müssen wir ganz kurz nach Hundsgrab eilen, denn ich habe unten in der Tiefe der Mine etwas entdeckt, was doch unsere Aufmerksamkeit gebührt. Und dafür müssen wir was aus Hundsgrab holen. Naja, dann machen wir das. Der Zordon ist wieder da. Juhu. Gestern, beziehungsweise heute Morgen, als ich aus der Nachtschicht nach Hause kam, habe ich gesehen, dass der Zordon wieder da ist. Er hat ein Video gemacht für seine Mutter. Und ja, natürlich ist er noch nicht wieder ganz der Alte, denn so ein Ereignis ist ja, das hängt einem schon noch nach. Das habe ich selbst erfahren. Aber ich denke, dass er in der nächsten Zeit, jetzt macht er auch ein Abenteuer, dass er damit dann bald wieder richtig loslegen kann. Die Community-Aktion des Kampfgings gegen den Schwarzen Drachen, die Schlacht, die hatten wir eigentlich schon fast dann auch für dieses Wochenende geplant, also für nächstes Wochenende geplant. Aber leider klappt das bei mir dann doch nicht so ganz von der Zeit her. Deshalb müssen wir da noch ein bisschen nach hinten verschieben. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis auch. So. Hundsgrab, wie schön. Ah. Wir werden es wahrscheinlich noch etwas später verschieben, noch so 2-3 Wochen. Das wäre dann, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, der 28. September. So als ganz lockerer Termin. Der steht aber noch lange nicht fest. Wo haben wir denn eine Monsterkiste? Hinten bei der Hanse eventuell. Und ich habe mein Bett nicht mit. Das ist doch schon mal wieder ausgezeichnet. Wir müssen auch unbedingt ein Bett mitnehmen. Ich habe überall Betten rumstehen. Na gut, wenn alle 2 Quadratmeter irgendwann mal im Bett steht, dann haben wir keine Probleme mehr. Dann können wir einfach von einem zum anderen hüpfen. Da hinten haben wir hier mein Bett. Ah, es ist noch gar nicht spät genug. Ach, guck mal, der Sonnenuntergang. Die kühle Nachtluft weht uns um die Ohren. Zordon ist wieder da. Und alles wird gut, Freunde. Ich freue mich. Und wir bauen die Zeche. Na? Es war eine schnelle Nacht, ein kurzer Tag. Und wir sind wieder nicht alleine. Der Matrix, da ist er. Matrix-Schlange ist auch wieder in Schlangenstein unterwegs. Lieber Matrix, ich muss dich bald mal besuchen kommen. Ich muss so vieles machen. Der Yu hatte sich gemeldet. Da haben wir jetzt, glaube ich, einen Termin schon fast für sein 7-Tage-Hundsgrab-Projekt bei Oliver Eckert. Da warte ich immer noch so ein bisschen. So, wartet mal. Hier haben wir eine Endertruhe. Und hier haben wir doch auch irgendwo Haltbarkeit und Glück. Haben wir noch mehr Glück irgendwo rumfliegen? Nein. Die nehmen wir mal mit für das, was ich da gefunden habe. Die können wir mal hier lassen. Ja, das war eigentlich der Plan, warum ich hier nach Hundsgrab reisen wollte, schnell mal. Behutsamkeit nehmen wir mal nicht mit. Nö, ne? Was haben wir hier noch alles rumliegen? Ach, Haltbarkeit und Effizienz. Warte mal, wie teuer waren diese Eisenspitzhacke da, die gute? Die war doch gar nicht so teuer. Ich glaube 3. 1, 2, 3. Bei, ich glaube 3. 3 beim Schrei. 3 beim Schrei. Und Steine sollten wir jetzt eigentlich nochmal ein bisschen mitnehmen. Cleanstone, die können wir wahrscheinlich gleich hier aus dem. Wir haben hier 3 Steinbrüche im Grunde. Einmal die alte Mine in Hundsgrab selber. Dann hier den Steinbruch der Tränen. Und jetzt die Hilfe Mojang. Die Hilfe Mojang ist jetzt dazugekommen. Ja, komm, nehmen wir die mal mit. Kohle haben wir wahrscheinlich genug. Cobblestone haben wir hier genug. Okay, alles klar. Lalala. Jetzt kommen wir hier hinten rum. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Ziemlich dämlich auch. Ja, ich habe mich schon gewundert, dass ihr da so auf die auf diesen Steinbruch bzw. auf die Zeche versessen seid. Das heißt versessen, ihr habt euch dafür entschieden. Und natürlich machen wir das jetzt auch. Jetzt gehen wir erstmal zum Schrei und holen uns eine neue schöne Spitzhacke. Guten Tag. 3 waren's. Ja, hör. Hier hinten haben wir eine Werkbank und auch eine Kiste. Und ein Bett haben wir jetzt immer noch nicht, aber das haben wir ja an der Zeche. Ist also alles kein Problem. Wir bauen. Ah, hier haben wir noch 18. Okay, alles klar. Wir bauen uns erstmal eine Spitzhacke, eine normale. Zack. Bauen wir einmal Stickies. Die haben wir schon mal. Und dann
Ein bisschen Eisen oben drauf geklüppelt. Schon haben wir eine ganz herkömmliche, handelsübliche Spitzhacke. Ja, kommt mal her, die Sticks. Und dann geben wir hier zu unserem Freund. Hunger habe ich auch. Oh, Essen müssten wir uns wahrscheinlich ein bisschen mitnehmen. Essen ist echt ein bisschen knapp. Da ist sie, Haltbarkeit, Effizienz. Was Besseres hat er auch nicht auf Lager. Endeaugen. Moment. Moment, Freunde. Ganz kurz nochmal. Wir müssen das, glaube ich, machen. Wir müssen den mal weiter behandeln, sozusagen. Damit wir mal an ein neues Handelsangebot kommen. Ich weiß, ich würde auch für 7 eventuell ein Endeauge kriegen. Jetzt brauchen wir hier 13, ne? 8, 10, 13. Ich würde auch für 7 Endeauge bekommen. Ja, unser Schatz, der nimmt immer mehr ab, aber das ist nicht so schlimm. Dafür bauen wir immer tollere Sachen. Und es wurde jetzt geschrieben, ein Mensch aus der Schweiz hat mir jetzt gerade eine tolle Nachricht geschrieben. Mir ist der Name jetzt leider entfallen. Ich hoffe, du weißt auch, dass ich dich meine. Eine ganz tolle Nachricht, dass er schon sehr, sehr lange das Let's Play guckt und da auch keine Folge, also sozusagen seit Folge 100, 200 ist er dabei und hat auch keine Folge verpasst. Wir haben 14 mitgenommen, verdammt. Die nehmen wir uns erstmal mit. So, und dann... Ja, ach, hör doch auf. Machen wir das noch? Das machen wir auch noch. Ein Enderauge, dann haben wir nämlich gleich eine Endertruhe dann irgendwann für die Zeche. Und jetzt hoffen wir mal, dass er sich noch was anderes Tolles überlegt. Oder war das schon dein letztes Angebot? Das ist mein letztes Angebot, mein Freund. Ihr hört schon, ich bin so ein bisschen verschnuppt. Das ist ein Kaffee, das ist mein letztes Angebot. Gucken. Enderauge. Nee, er hat kein weiteres. Schade. Ja, dann machen wir uns auf den Weg zur Zeche. Egal. Haben wir das Enderauge aber? Das brauchen wir auch. Was haben wir hier hinten noch? Eine Kiste. Oh, eine Kiste. Ja, ich bin so leicht verschnupft. Das hat man auch in den letzten Aufnahmen. Ach, hier haben wir Hähnchen. Schon gehört. Die können wir uns braten. Das ist so. Der ist irgendwann so gekommen, der Schnuppen. So angeschlichen, angeschleimt. Und hat sich dann in mir festgesetzt. Und will aber nicht so richtig raus. Das heißt, ich schnuppe immer so ein bisschen rum. Ja, aber es wird irgendwie nicht besser und nicht schlechter und bleibt eigentlich ziemlich gleich. Und deshalb weiß ich auch nicht, dürfen wir die Community-Aktion jetzt nicht so kurzfristig ansetzen, weil ein verschnupfter Opa ist kein guter Heeresführer. Das ist doch ganz klar. Lalala. Ja, und hier hinten geht es zur Zeche. Ist gar nicht so weit von uns gerade entfernt. Aber trotzdem noch weit genug, dass uns die Monster da nichts anhaben können, hoffe ich zumindest. Keeper-Loch, ach ja. Ja, bald gehen wir wieder auf Vanilla. Denke ich mal. Weil ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Powerplayer gesagt, Bucket wird nicht mehr supported, wird nicht mehr unterstützt, wird nicht mehr weitergeführt. Es gibt zwar ein Fanprojekt, aber ich weiß nicht, ob ich das machen will. Vielleicht gehen wir dann ganz zurück zu Vanilla und dann geht's damit Vanilla weiter. So, okay. Aber wir haben hier eine Kiste, ein Bett, das ist ziemlich wenig, da habt ihr recht. Wir bauen uns erstmal einen Ofen auch dazu, damit wir noch ein bisschen Stein brennen können. So. Wir brauchen keine 5 Öfen, wir brauchen eigentlich nur einen. Dann machen wir mal 2, weil wir heute einen guten Tag haben. 2 Öfen für die Mine, für die Zeche. Und das Zechenhauptgebäude muss schon ziemlich groß werden. Wo stelle ich die mal hin? Hier neben das Bett. Ich stelle die mal gerne neben das Bett, die Öfen. Dann ist das immer so schön warm. So nicht direkt, ne? Damit man sich nicht den Schädel verbrennt. Wir haben Kohle da. Straff sogar. Und dann können wir gleich ein bisschen, 16 und hier unten auch 16 rein. Da können wir uns dann gleich ein bisschen Cobblestone in Cleanstone verwandeln. Ja, so sind wir. Und für das Zechengebäude. Denn es soll ja auch schon ein bisschen robust werden. Der Sockel soll also auch aus, haben wir jetzt noch Kohle über? 8. Na komm, packen wir die hier rein. Und das Enderauge lassen wir aber hier unten. Also hier oben. Und das ganze Kram hier. Ach, Hähnchen wollten wir uns auch machen. Naja, machen wir uns gleich. Ein paar Steaks haben wir ja noch. Okay, dann geht's auch schon wieder runter. Hier geht's nicht runter. Hier geht's runter. Ich habe mir schon viel Gedanken über einen Abstiegs. Man kann sich einfach so runtertreiben lassen. So, zack. Und dann geht's automatisch nach unten. Ist eigentlich recht komfortabel. Ja, dann machen wir das doch mit Leitern. Weil ganz früher gab es ja noch keine großen Aufzugsmechanismen. Das ist ja auch kein Schachtturm. Das ist ein Sprengturm. Das heißt,
Hier sind wir jetzt am Grunde angekommen. Im Grunde. Und ihr seht, ich habe hier schon ein paar Schächte getrieben. Da hinten ist auch schon Lava rausgekommen. Die müssten wir eigentlich gleich mal abdichten. Und dann bin ich hier so ein bisschen rein. Das ist hier unser Glücksding, ne? Ja, und hört mal. Irgendwo hier muss die Katze sein. Wisst ihr noch, bei der Community-Aktion hatten wir mal eine Katze verloren. Und hier habe ich im Grunde erstmal nur zwei Gänge reingebuddelt. Und der hier war dann gleich ein voller Erfolg. Ich habe nämlich hier Diamanten gefunden. Und die bauen wir jetzt hier mal mit Glück 3 ein bisschen ab. Damit wir hier ein paar Diamanten wieder in unsere Staatskasse bekommen. So. Nehmen wir die natürlich mit. Lassen die hier nicht unten rumvegetieren. Ach guck mal, da ist auch sogar noch Redstone, noch ein Diamant. Einwandfrei. Also ihr seht schon, hier auf Ebene 0. Wir haben ja sonst immer auf Ebene 12 gesucht, aber auf Ebene 0 ist auch eine ganze Menge Kram. Oh, wir haben 32 Diamanten, unglaublich. Ist auch eine ganze Menge Kram noch. Das nehmen wir natürlich auch alles mit, was hier ist. Es kann jederzeit sein, dass wir hier einen Einbruch kriegen von Lava. Wie da hinten. Das ist natürlich dann auch schon sehr gefährlich. Ah, hier ist noch alles Kies. Und hier würde der Gang dann weitergehen. Fucking hier hin. Ja, und dann würde ich das hier so nach und nach ausräubern, diese Mine. Vor Hundsgrab. Hier können wir jetzt wieder unsere normale Spitzhacke auch nehmen. Aber wir müssen halt immer vorsichtig sein, weil hier kann jederzeit dann auch mal ein Lavafluss runterkommen. Level kriegen wir jetzt ohne Ende durch die ganze Kohle und das ganze Kram. Das ist sehr schön, weil die können wir natürlich auch sehr gut gebrauchen. Wir machen also hier so einen Aushau. Und gleich gehen wir wieder nach oben, denn wir wollen ja oben das Minengebäude bauen und hier unten Diamanten farmen. Das war ja nicht unser Ansinnen. Und seht ihr, wir sind immer noch auf dem Bedrock sozusagen. Wir sind böse am Rocken. Hier haben wir Kies, das können wir dann für den Platz da oben gebrauchen. Dann nehmen wir den gleich mit, komm. Egal. Und so wird das hier ziemlich wild ausgehauen. Wie schon gesagt, Förderkörbe und so gab es damals noch nicht unbedingt. Man kannte schon Loren, die gab es ziemlich früh. Ich glaube, die wurden dann anfangs noch mit Eseln gezogen. Das heißt, wir müssen uns auch wahrscheinlich ein paar Grubenesel hier reinbauen, packen. Grubenesel, coole Idee. Die Frage ist halt, wie kriegen wir die Grubenesel hier runter? Hm. Müssen wir mal schauen. Und dann würde hier dann halt so der Stollen einfach weitergehen. Na? Hier würde dann weitergehen. Und wir können ja nochmal ein kleines Stück buddeln. Aber dann geht's auch los. Baumaterial brauchen wir halt noch ein bisschen. Aber das Ding wird auch größtenteils mit aus Holz sein. Wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt für die Hermine. Also Hermine ist es ja nicht. Sondern die Hilfe Mojang. Jemand hatte geschrieben, nenn das Ding doch Hermine. Hermine haben wir schon. Haben wir schon. Das war die erste Mine, die wir erobert haben. Ne? Wisst ihr noch? Lang, lang ist her. Okay, hier wird es dann weitergehen. Und wir gehen aber erstmal wieder zurück. Diamanten haben wir erstmal mitgenommen. Ups. Und dann, mal sehen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, machen wir da hinten noch dicht. Und hier könnte man natürlich jetzt über noch Seitenstollen machen. Was? Und irgendwo da oben ist die Katze. Die müssen wir dann mal suchen. Die Arme. Ja, ich höre einen Zombie. Und, oh, es wird dunkel. Verdammt. Wir müssen hier raus. Verdammt, es ist schon dunkel, wa? Ja, klar. Tiefschwarze Nacht. Ah, der Matrix wird uns verfluchen. Und womit? Mit Recht. Wir müssen uns hier unbedingt noch ein Schichtende-Alarmsignal irgendwo reinbauen. Damit wir nicht ständig dann... Na, ihr wisst schon. Und es können uns natürlich auch Zombies auf den Kopf fallen. Lalala. Oder Dynamit. Wenn einer oben auf die Platte tritt und wir sind gerade unten, dann sind wir mausetot. Das ist aber auch arbeitssicherheitstechnisch nicht ganz sicher technisch. Gute Nacht. Ich trinke mal einen Schluck. Ein neuer Tag. Und wir beginnen mit dem Bau der Zeche. Das Zechenhaus sozusagen. Das soll hier hin. Ich habe hier schon mal ein bisschen Platz geschaffen. Ich würde das ganz gerne... Ja, wie machen wir das? Wir haben hier 7er Abstände. Das ist mir aber ein bisschen zu schmal im Grunde. 1, 2, 3, 4. Da haben wir die Pröpel. Wir könnten das hier so ein bisschen rüberziehen. Das müsste also insgesamt ein bisschen mindestens 3 breiter werden. Das heißt so, ne? So. 1, 2, 3. So, dann haben wir hier 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, mal gucken, wie wir das bauen, genau. Dann, und dann hier 1, 2, 3.
ein ganz schöner Kaventsmann, unser Gebäude hier. Ich mache jetzt immer hier nur mit so mit, ne, ihr wisst schon. Und dann hätten wir ja hier unsere Pfeiler von dem Gebäude. Ha, wartet mal. Die könnte man natürlich auch aus Batonga machen, Batanga. Oder man macht sie direkt aus Stein. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Das müssen wir jetzt mal hier live sozusagen im Let's Play überlegen. Zusammen. 32 Diamanten. Ha. Schön. Man könnte natürlich jetzt hier so ein... Passt mal auf. Nicht jetzt hier. 1, 2. 1, 2. Einfach so ein Kloß drum setze sozusagen. Ja, so, ne, im Grunde. Dann hätten wir hier den ersten Pfeiler sozusagen. Jetzt müssten wir hier zwischen 7 frei machen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann hier wieder so ein Ding hin. Wird mal ein bisschen andere Bauweise jetzt, das Ganze. Aber wir machen das, glaube ich, mal so. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Richtig. Dann hier wieder so ein Prüppel hin. So ein U. Ein Uhu. Das muss schon ziemlich groß werden, das Minengebäude. Und ich würde sagen, wir ziehen das tatsächlich noch einen raus. Oh oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, dann sitzt hier zwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was ist das denn für Musik? Unglaublich. So. Hier wäre dann das Minengebäude sogar mit einer Seeeinfahrt. Das ist eigentlich ganz cool. Ah, Moment mal, das ist echt ganz cool. Und hier, wie machen wir das denn hier? Hier müsste es ja wahrscheinlich dann so nach innen gehen. Ha. Da müssen wir nochmal gucken. Das müssen wir hier wahrscheinlich nochmal wegnehmen. Samba. Und hier würden wir genau hier in unserem alten Lager landen. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist nicht so ganz so gut. Das müssen wir alles wegreißen, dann hieße das. Okay, wie sieht das denn dann hier hinten aus? Wahrscheinlich dann einfach so. So, ne? Und dann hier jetzt wieder 1, 2. Ja, dann müssen wir das ja von da drüben kopieren. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Das muss alles weg hier noch, verdammt. Müssen wir alles noch wegreißen, Freunde. Ich kann die Folge heute nicht so lang machen, weil ich muss sie noch hochladen. Aber ich will zumindest den Grundriss hier schon mal fertig haben. Der soll schon mal stehen von der Mine. Hm. Das ist ein neues Lied irgendwie, ne? Kann das sein? Cool. Haben wir noch gar nicht so gehört. Ja, ich habe ein paar neue Lieder draufgepackt vor einiger Zeit. Aber die wurden dann wahrscheinlich noch gar nicht so richtig gespielt. Von den Herren Musikern. Von dem Kevin, ne? Der Kevin. Hat das noch nicht gespielt, das Lied? Ja, also wie schon gesagt, es geht hier weiter bei der Hermine. In der nächsten Folge, also auch morgen. Dann wahrscheinlich wieder pünktlich, denn es kann sein, dass wenn ihr jetzt das Video hier seht, dass es schon zu spät rausgekommen ist. Oh, könnte sein. Wo habe ich meine Axt? Habe ich die verlegt? Ich habe meine Axt verlegt. Oh, oh. Und hier müssen wir natürlich alles mit Erde ausfüllen. Weil hier darf natürlich kein Sand sein, hier muss Erde rein. Erde haben wir aber genug dabei. Wir haben 32 Diamanten gefunden. Ich werde gleich nochmal ein bisschen weitersuchen. Und dann in der nächsten Folge können wir dann hier weiterbauen mit dem Minengebäude. Was ziemlich groß werden wird, wie ihr schon alle seht. Ich stopfe hier nochmal die ganzen Wasserlöcher. Und dann geht's morgen schon wieder weiter an der großen Zeche Hilfe Mojang. Mit allen kleinen Nebengebäuden und allen drum und dran. Das wird eine ganz schöne Aktion noch werden. Ich freue mich trotzdem drauf. Denn ich hatte es ja schon noch in den Kommentaren geschrieben, wenn wir hier erstmal weg sind, dann bauen wir hier so schnell nichts wieder. Dann bauen wir einen Hundskrab weiter und lassen das hier einfach so brach liegen. Und es hat uns schon 32 Diamanten gebracht, da dürfen wir jetzt nicht irgendwie aufhören, oder? Was meint ihr? Ich mein's auch. Also, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft. Denkt dran, dass ihr die Löcher immer zumacht, wo das Wasser drin ist.
und nicht reinfallt, vor allen Dingen, weil dann habt ihr nasse Füße und dann habt ihr den Fallen auch Salat.